Also, heute ist viel passiert. Erstens ist der Eisenbahnwaggon gekommen. Ich hatte irgendwann, als ich hier mit unserer Einrichtungsleitung auf das Grundstück kam, hatte sie die Idee, als sie die Schienen sah, ach Mensch, Sabine, hier könnte doch eigentlich ein Eisenbahnwaggon stehen und da könnten wir doch Trauerangebote machen für Kinder und Jugendliche. Und dann habe ich gesagt, das ist eine super Idee. Dann hat das einer mitgekriegt von unseren Ehrenamtlichen, der arbeitet bei der Bahn und dann hat der Kontakte hergestellt und auf einmal meldete sich dann jemand von der NEG, das ist die Norddeutsche Eisenbahngesellschaft, und hatte gesagt, wir haben hier wohl einen Wagen für euch. Und dann haben wir uns den angeguckt und dann war natürlich die Frage, wie bekommt man hier so ein Riesengeschoss hierher? Vor allen Dingen dürfen wir das herstellen, weil das gehört ja der Stadt, diese Schienen gehören ja der Stadt. So, und dann haben wir mal angefragt, dann haben wir die Genehmigung bekommen, dass wir diesen Wagen hier herstellen können. Und ja, und dann kam ein Telefonat nach dem nächsten und jetzt steht er heute hier. Und dann hieß es auf einmal, der Wagen kommt am 3.12. und der ist dann gestern Abend gestartet, um 22 Uhr aus Niebel gestartet. Und dann ist er mit einem Schwertransporter hierher gekommen. Und heute früh um 7 bin ich dann hierher gefahren und habe auf einmal festgestellt, dass der Waggon hier schon auf dem Grundstück steht. Dann kamen zwei große Kräne, haben den einfach angehoben und dann wurde der auf das Drehgestell gestellt und jetzt steht er hier. Und was total genial ist, ist einfach hier nebenan der Jan Borg mit seiner Stahlbaufirma, die das ganze Material hatte und dann im Grunde genommen auch helfen konnte, das hier optimal hinzustellen. Jetzt werden wir diesen Waggon erstmal in Projektarbeit mit vielleicht Schulen und dem Kreisjugendring, vielleicht mit mal gucken, an wen wir da rangehen, nochmal projektmäßig ihn von außen gestalten, von innen gestalten und dann werden wir eben dort ganz viele Angebote für Kinder und Jugendliche machen können. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, weil wir wollen, dass einfach das Thema Tod, Sterben und Trauer im Grunde genommen seinen Platz wiederbekommen im Leben, weil das ein Teil des Lebens ist und es wird ganz viel tabuisiert. Mhm. Und wir denken, dass es einfach für Kinder auch gut ist, wenn vielleicht die Eltern oder keine Ahnung, die Oma oder so im Hospiz ist, also dass man auch da dann die Möglichkeit hat zu sagen, komm, wir gehen hier nochmal rein oder es gibt eben nochmal eine andere Stelle, einen anderen Ort, wo man eben auch sein kann, wo man sich austauschen kann. Da werden wir trommeln, da haben wir ganz viele Ideen, was da passieren kann.